Marsch! Jetzt hier, wir drehen hier hoch. Ihr stellt euch jetzt hier bitte und dreht euch rechts rum. So, Kenny, du gehst jetzt vor. So, hier jetzt. Kameraden, in den beiden Weltkriegen sind Millionen von Soldaten ins Leben gekommen und eigentlich fast alle in fremder Erde begraben, sodass Angehörigen keine Gelegenheit hatten oder haben, zu trauern oder die Gräber zu besuchen. Aus diesem Grunde wurden überall in Deutschland in den Orten Kriegerdenkmäler errichtet. So eins steht auch hier in Holm und hier kann man gedenken der Gefallenen der Weltkriege, der gefallenen Kameraden, Soldaten und Kämpfer für unser Vaterland. Um diese zu ehren, sind wir heute hier und werden jetzt, wir denken, eine Schweigeminute einlegen. So, wir gehen jetzt, so wie wir hochgekommen sind, geschlossen zum Fortunaplatz runter.
Ich übergebe jetzt das Wort dem ersten Vorsitzenden Bernd Zappe. Bitte schön. Werte Schützenschwestern, werte Schützenbrüder, ich freue mich, euch alle zu sehen hier. Hätte mich noch mehr gefreut, wenn es nur ein paar mehr wären. Aber einige sind schon wieder Corona-bedingt nicht in der Lage. Ich weiß auch nicht, ob das schon wieder losgehen soll. Ich begrüße ganz besonders den Schützenverein Borchel von 1936 e.V. Die Schützengesellschaft Stadeleben von 1855 e.V. Schützenkooperation Königsaue e.V. von 1824. Die Schützengesellschaft Nachterstedt von 1864 e.V. Juhu! Den Schützenverein Rheinstedt von 1702. Den Schützenverein Frohse Anhalt von 1702. 1702, da sind auch noch mehrere. Den Schützenverein von 1895 e.V. Badeborn. Die Schützengilde Gernrode von 1450 e.V. So, dann hätte ich gerne den Bürgermeister der Stadt Holm begrüßt, aber den sehe ich nicht. Den Spielmannszug aus Stadeleben, der uns unterhält. Vergessen. Und natürlich auch nicht die Marinekameradschaft Seeland, ja? Ja, soviel erstmal zur Begrüßung. Wir haben in den letzten Jahren wenige Schützenfeste gehabt oder kleine nur. Und dieses Jahr wollten wir mal wieder versuchen, das ein bisschen mit Umzug und so ein bisschen so wie früher zu machen. Das ist noch nicht ganz so, wie wir uns das wünschen, aber wir freuen uns, dass alle da sind, die wir gern gesehen, und kommen jetzt zur Bekanntgabe der Könige von 2023. Dafür bitte ich nach vorne unseren Schützenkönig, Karl-Heinz Günther. Unsere Schützenkönigin Conny Zappe. Unseren Jugendschützenkönig Konstantin Krause. So. Dann wollen wir mal. Fangen wir mal mit der Schützenkönigin an. Aber hier, da ich hier nicht anstecken will, machen wir das so. So, dann haben wir den Schützenkönig. Noch nicht, lass mal das fertig machen. Ich kann hier, ich muss jetzt mal filmen, jetzt hier wie. Geht's runter? So, als nächster höher kommt. Als nächsten Höhepunkt haben wir unsere Schatzmeisterin möchte noch was sagen, bevor wir im normalen Programm fortfahren. Bitte, Renate. Ich habe die Ehre, unserem Vorsitzenden
vom Kreisverband auszuzeichnen für seine gute Arbeit, die er bei uns geleistet hat, mit der Kreisschützenmedaille in Gold. Ich weiß zwar, dass noch viele andere in unserem Verein auch das verdient hätten, aber auf die Schnelle habe ich es nicht geschafft. Kein Problem. So, jetzt können wir zum nächsten Höhepunkt kommen. Wir haben in den letzten Monaten hier bei uns auf dem Schießstand ein sogenanntes Adlerschießen durchgeführt. Da konnte jeder dran teilnehmen. Es wurde eigentlich auch rege Gebrauch gemacht. Und wir haben den ersten, zweiten, dritten Platz ermittelt. Ich bitte mal Günter Engel, Maximilian Mansfeld und Roland Gliesche nach vorne. So, hier. Das Adlerschießen wurde durchgeführt mit Großkalibergewehr mit Zielfernrohr auf Distanz 100 Meter auf die Scheibe Nummer 3. Das heißt, eine Probescheibe, 4 Wertungsscheiben, auf jede Scheibe 2 Schuss. Und das Ergebnis maximal zu erreichen waren 80 Ringe. Wir haben alle drei mit 80 Ringen. Und es gibt die 10 außen mit in der Mitte einen weißen Punkt. Und der beste Schütze oder die beiden besten Schützen hatten 6-mal in den weißen Punkt. Und das war. Und der dritte nur 5-mal. Und die beiden, die 6 hatten, mussten dann Stechen machen. Das war einmal Günter Engel und Maximilian Mansfeld. Und das bessere Ende hatte Maximilian. Hat sich aber erst nach einem dritten Schuss rauskristallisiert. Zweiter war dann eben nach Günter Engel. 80 Ringe und 6-mal innen. Und dritter war Roland Riesche mit 80 Ringen und 5-mal innen. Nächstes Mal wird es besser. Ja. So. Die Pokale haben wir hier. Die goldenen erstmal. Die goldenen Maximilian. Die sind sehr schwer. Pass auf. Das ist echtes Gold. Echtes Gold. Ja. Echtes Rein von Gold. So, Günther. Den zweiten Platz für dich. Und den dritten Roland. So, dann möchte ich noch hinweisen, dass es unten im Vereinsraum Kaffee und Kuchen gibt, wer möchte. Ansonsten gibt es hier, das waren die Könige. Ja, da erteile ich euch mal das Wort. So. Ja, wir haben das immer vorbereitet, es gibt Freibier und ein paar Schnittchen, was zu essen. Also, der König gibt ein Fass Freibier, 50 Liter. Das ist ein Eingeschenk, ich weiß, dass er seine Kost kriegt. Und zu essen gibt es auch. Und damit wegtreten zum Essen. Wir bedanken uns bei unseren Majestäten und bei den Adlergewinner mit einem dreifachen Schuss. Danke, wegtreten. Die Fahnen, die könnt ihr hier vorne einstellen.
Wenn noch jemand das Auto holen möchte, ist er auch. Das ist ja genau das. Warte, steigt noch wer ein? Der Königinnen-Express. Ja. Alle drauf, Leiter hoch. Ja, Leiter ist oben. Gib Gummi! Wie früher auf dem Rummel, ja? Onkel, der fährt den Film auf den Fall. Hallo, du mit der Kamera rum. Thank you.
20 machen wir auf. Thank you.